mir, bin jetzt gleich verabredet mit Andreas Moos. Der ist Adobe-Spezialist, aber vor allem auch Reno-Profi. Und mit dem werde ich mich mal ein bisschen mehr darüber unterhalten, wie Reno, Cinema 4D, CAD und Fotografie zusammenhängen. Hallo Andreas. Hallo. Ich bin da. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Gib dir jetzt mal nicht die Hand, ich habe alles voll, aber du kannst mir mal dein Reich zeigen. Ja, gerne. Also herzlich willkommen hier in meinem kleinen, bescheidenen Heim. Hier ist Konferenzraum oder was ja, ist? Hier ist im Prinzip der Schulungsraum, Konferenzraum, wie auch immer man das nennen will. Wir werden uns gleich hier vorne auf das schöne neue Ledersofa setzen zusammen und ein bisschen uns über 3D unterhalten. Also hier in dem Raum mache ich Schulungen oder treffe mich mit Leuten wie dir. Und hier drüben, Kopf einziehen. Ja, ich nicht. Ja, du nicht, genau. Hier drüben ist im Prinzip der Bereich, wo ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und die Maus von rechts nach links schiebe. Drei Monitore, was ist denn das für ein Monitor? Drei Monitore, ja, natürlich habe ich nicht nur einen Rechner, sondern zwei oder drei. So viel zum Multitasking-Fähig. Genau, genau. Manchmal sitzt meine Frau noch hier an dem Rechner und unterstützt mich ein bisschen oder tut ihre Arbeit, die sie so noch machen muss. Ja, von den Bildschirmen her. Bildschirm ist nicht unbedingt ein Bildschirm, aber hier bei mir geht es unter anderem darum, auch farbverbindlich zu arbeiten. Und ja, ein Monitor sollte bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit er auch tatsächlich das zeigt, was hinten rauskommt. Und ja, deshalb kann man hier so eine schöne Sonnenblende drum machen, damit es keine Reflexionen gibt und ähnliches. Okay. Und die Kiste da vorne, die jetzt gerade mit allen möglichen noch zugestellt ist, ist ein sogenannter Normlichtkasten, wo man Objekte, keine Ahnung, wie diese schöne blaue Flasche zum Beispiel, wenn man wissen will, was ist das für Blau, kann man das da reinstellen und dann unter Normlicht betrachten und dann auf dem Monitor die Farbe so lange hin und her schieben, bis es passt. Okay. Und wie üblich sehe ich Grafik, Tablets und Space Pilot. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also ohne ein Grafiktablett kann jemand wie wir natürlich gar nicht leben. Immer schön mit einem Stift stets dabei. Wobei ich mir den manchmal auch besser um den Hals hängen sollte, weil der immer da liegt, wo ich ihn gerade nicht wiederfinde. um natürlich vernünftig in Photoshop, vernünftige Retuschen zu machen und ähnliches. Und etwas, wo ohne dem ich auch nicht leben möchte, ist eine schöne 3D-Maus, wo man nämlich seine 3D-Objekte tatsächlich hier schön, wie wenn man sie in die Hand hätte, tatsächlich bewegen kann. Also das kann ich nur jedem empfehlen, da ist eigentlich egal, mit was für einem Programm man arbeitet, ob mit Reno, mit Cinema oder 3D Max oder wie die alle heißen, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Das beschleunigt die Arbeit immens und super Teil. Ob das jetzt lange, um bitte? Da reinzukommen? Schwierig ist es für manche, sich vorzustellen, wenn ich den Knopf nach vorne schiebe, schiebe ich das Objekt weg oder bewege ich mich zum Objekt hin. Aber da jeder im Kopf so ein bisschen anders tickt, gibt es natürlich auch einen Treiber, den man einstellen kann, sodass das so funktioniert, wie man selber im Kopf auch denken würde. Und so nach 2-3 Tagen ist man so weit, dass man sagt, jo, das brauche ich, das will ich haben, ohne den will ich nicht mehr. Okay, gut. Ja, das ist so im Groben hier das, wo ich mich aufhalte. Was benutzt du für Hardware? Hardware, ja, außer meinen Monitoren sieht man hier jetzt gerade nicht so viel. Die habe ich alle einen Raum weiter nach nebenan verlagert, weil die mir zu laut und zu warm werden auf die Dauer. Hardware ist erstmal, wenn es jetzt ums Rendern geht, viel hilft viel. Je mehr ich habe, umso schneller werde ich auch fertig. Sind zum einen ein paar i7 Renderknechte, die ich da stehen habe, so kleine Render-Cubes. Dann habe ich ein ziemlich fettes Laptop, was ich auch bei meinen Schulungen mitnehme, damit man auch vor Ort vernünftig in einer bestimmten Geschwindigkeit was zeigen kann. Das ist ein ziemlich fettes Teil. Und ja, ansonsten noch 2-3 Rechner da, die auch möglichst viel Rechenleistung haben, denn wer viele Bilder ausrechnen muss, der braucht auch viel Rechenleistung. Wie wichtig ist es, dass du es hier intern renderst? Gute Frage. Bei manchen Kunden ist es so, da darf ich Daten nicht außer Haus geben. Weil die sagen, hier, Top Secret, da darf man nicht das Ganze außer Haus geben, wie was weiß ich, zu einer Renderfarm oder ähnlichem. Da muss man dann hausintern über eine gewisse Rechenkapazität verfügen, damit die Sachen auch schnell fertig werden. Und man eben nicht zwischendurch noch 10 Tassen Kaffee trinken muss, bis das Bild fertig ist. Also Rechenleistung ist im 3D-Bereich, wenn es ums Visualisieren geht, immens wichtig. Beim Modellieren noch nicht mal unbedingt. Wenn ich so an Reno denke, das ist eigentlich recht gemächlich, was so Anforderungen an die Hardware stellt. Aber sobald es ums Rendern geht, also um das Ausrechnen von Bildpunkten, wenn wir es genau nehmen, da hilft viel, viel.